Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Der Ministerpräsident Viktor Orbán drückte in einem Brief sein Beileid gegenüber Präsident Wladimir Putin und allen Bürgern Russlands angesichts des brutalen Terroranschlags in der Krokus City Hall in Moskau am Freitagabend aus. Neben Orbán äußerte auch Außenminister Peter Szijjártó sein Beileid. Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntag bei einer Autorallye. 4 Tote und zahlreiche Schwerverletzte forderte der Unfall, als bei der Estergom-Rallye ein Fahrzeug von der Straße abkam und in die Zuschauer raste. 8 Rettungswagen und 4 Rettungshubschrauber wurden zum Unfallort geschickt. Ein Kind befindet sich immer noch in Lebensgefahr. Die Umstände des Unfalls werden nun von der Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht. Ein Augenzeugenvideo zeigt, wie das Auto ins Schleudern gerät und von der Straße abkommt. Die Veranstaltung wurde umgehend abgebrochen. Am Freitagabend spielte die ungarische und türkische Nationalmannschaft ein Freundschaftsvorbereitungsspiel. Die seit 13 Spielen ungeschlagene Nationalmannschaft Ungarns konnte auch hier einen weiteren Sieg erzielen. Am Dienstag wird das ungarische Team sich dann ein weiteres Mal, diesmal gegen den Kosovo, beweisen müssen. Ab der ersten Aprilwoche werden Straßenbauarbeiten die Zufahrt zum internationalen Flughafen Budapest für bis zu 6 Wochen beeinträchtigen. Laut der Mitteilung müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Umleitungen und Sperrungen aufgrund der geplanten Arbeiten am Straßenbelag an den M4 Flughafenknotenpunkten einstellen. Es wird jeweils nur ein Knotenpunkt gleichzeitig gesperrt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Aber dennoch müssen längere Reisezeiten eingeplant werden. Ministerpräsident Viktor Orbán erklärte am Sontag in Makó, dass das Hartmartikum das wohl schönste Thermalbad Ungarns und wahrscheinlich das schönste der Welt sei. Durch die von Imre Markovic neu entworfenen Pläne und einem Budget von 12 Milliarden Forint wurde die derzeitige Kapazität des vor 12 Jahren eröffneten Bades verdoppelt. In dem fast 2500 Quadratmeter großen neuen Gebäude erwartet die Gäste Familien- und Erlebniszonen sowie ein 12 Meter hoher überdachter Rutschenturm. Viele Ungarn verbringen das verlängerte Osterwochenende und die Frühlingsferien im Urlaub. Die beliebtesten Aufenthalte sind 2- und 3-tägige Reisen, die zusammen 80% der Buchungen ausmachen. Laut den Daten von Szolas.hu führen Eger, Jula und Hajdúszoboszló die Liste der beliebtesten Urlaubsorte an. Bei einem Aufenthalt von 3 Nächten oder länger wählte zudem fast ein Drittel der Gäste ein Hotel aus. In Bugac wurde das neue Besucherzentrum Oranje Monastor eröffnet, welches das im 12. Jahrhundert entdeckte Kloster präsentiert. Die Entwicklung des zweiten Abschnitts wird voraussichtlich im Juni abgeschlossen. Für den dritten Abschnitt, der einen Aussichtsturm, einen Campingplatz, ein Empfangsgebäude und die Gestaltung des Ruinengeländes umfassen soll, müssen erst noch weitere Mittel beschaffen werden. Vom 6. bis 21. April findet dieses Jahr das Frühlingsfestival von Szentendre statt, das mit einer Ausstellung eröffnet wird. Während des Festivals werden literarische Abende, Stand-up-Comedy-Shows und Konzerte angeboten. Am langen Osterwochenende feiert das Foy-Arboretum seine Premiere mit einem Gartenkrimi und einer kostenlosen Foy-Matinee für Kinder. Die neueste Attraktion des Arboretums kann ebenfalls ab den Frühlingsferien genossen werden. Am 30. und 31. März können Interessierte an einem spektakulären Abendprogramm teilnehmen. Ab 19 Uhr können sie bei einem geführten Rundgang die Pflanzen des fast 120 Jahre alten Arboretums, seine ikonischen Bäume und die im Freien befindlichen Kunstwerke bewundern, die durch Lichtprojektionen und Animationen zum Leben erweckt werden. In der Stadt- und Regionalbibliothek, die das Komloversum-Besucherzentrum beherbergt, läuft seit dem 26. März eine Dinosaurier-Ausstellung. Die Besucher der Ausstellung können durch spektakuläre Installationen einen Einblick in das Leben des Mecek-Gebirges vor 200 Millionen Jahren erhalten. Zu sehen sind gigantische Mammuts, Urmenschen, Dinosaurier oder die ehemaligen Meerestiere. Zudem kann man sich mit der Entstehung und dem Abbau des Mecek-Steinkohlebergs vertraut machen.
Am 23. März fand das größte Event der ungarischen Gaming-Szene in Győr statt. Das PlayIT Game Fest bot seinen Besuchern eine Reihe an Videospielen, aber auch Drohnen, Simulatoren, spannende Wettbewerbe und bekannte Influencer. Das Wetter in Ungarn. Am Montag wird es sonnig und leicht bewölkt, mit der Möglichkeit von vereinzelten Schauern. Besonders im Nordosten des Landes kann es zu Gewittern kommen. Am Nachmittag können Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad auftreten, jedoch kann die Luft nach Regen und Gewitterschauern etwas abkühlen. Am Dienstag können wir anfangs mit einem leicht bewölkten bis sonnigen Himmel rechnen, bevor sich am Nachmittag die Bewölkung von Südwesten her deutlich verdichtet. Vereinzelt kann es zu leichtem Regen kommen. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen minus 4 und plus 5 Grad und tagsüber zwischen 12 und 18 Grad. Zudem kann es in den Morgenstunden im Nordosten zu Nebel- und Dunstfeldern kommen. Der Wechselkurs heute 397 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.